Wir zeigen hier im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg die Ausstellung Stylectrical und wir zeigen Elektrodesign und dabei fokussieren wir das Produktdesign von Apple seit 1997. Das Unternehmen Apple hat eine sehr lange Designgeschichte, die vor allem durch Steve Jobs geprägt wurde. Er hat in den 80er Jahren mit Hartmut Essinger zusammengearbeitet, ein deutscher Industriedesigner, der eine Gestaltungssprache für alle Apple-Produkte etabliert hat. Ja, heutzutage ist es immer etwas schwierig nachzuvollziehen, was das Besondere an dieser Gestaltungssprache war, weil uns die Geräte nur als beige Kisten auffallen. Aber der Ton war damals ein California White und es waren eben typisch grau-beige Geräte, die einer geometrischen Formsprache folgten. Als Steve Jobs nicht mehr bei Apple war, wurden verschiedene Designexperimente vorgenommen und da ist man unterschiedliche Wege gegangen, hat Farbformen und Materialexperimente vorgenommen. Aber es hat sich in dieser Zeit keine Gestaltungssprache etabliert, die für alle Produkte angewandt wurde. Heutzutage macht das Design Jonathan Ive. Ja, als Steve Jobs 1997 an das Unternehmen Apple zurückkam, hat er verschiedene Umstrukturierungen vorgenommen. Und eine war es, dem die Produktdesign-Team eine größere Rolle zuzuordnen. Und Jonathan Ive wurde Senior Vice President for Industrial Design, wurde auf die Unternehmensführungsebene gesetzt. Und dadurch konnten die Designer branchenuntypische Wege gehen und konnten eben auch eine ganz eigene Sprache etablieren. Und auch wenn man nun denkt, dass die ganze Innovation des Apple-Designs ja von Jonathan Ive ausgeht und dass dieses Design keine Vorläufer hat, dann können wir hier in der Ausstellung zeigen, dass es nicht so ist. Und da ist natürlich ein Name ganz wichtig und das ist Dieter Rams, der der Chefdesigner von Braun war. Und Jonathan Ive bezieht sich immer wieder auch auf Dieter Rams. Und dann muss man natürlich grundsätzlich sagen, dass beide in ihrer Zeit verhaftet sind, mit unterschiedlichen Technologien arbeiten und dabei auch unterschiedliche Lösungswege finden. Aber dennoch kann man feststellen, dass Ähnlichkeiten zwischen den beiden Designsprachen bestehen und dadurch doch durchaus manchmal sehr überraschende Ähnlichkeiten zutage kommen.